20.02.2023 um 19.03 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn von Bewohnern zu einem Wasserrohrbruch in die Straße Rosenthal alarmiert, da der Putz von der Decke bröckelte. Die Einsatzkräfte stellten das Wasser ab und pumpten das ausgetretene Wasser ab. Obwohl das Wasser zwar in der Holzdecke eindrang, bestanden keine Probleme mit der Statik des Gebäudes. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löschanheit 1, die Rüsteinheit, der Rettungswagen 1-3 und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.